25 Jahre scheiß Flatterband. Wann hört der Scheiß auf? Bitteschön. Ist der mit Kokosmilch? Nee, oh Gott, das tut mir leid. Ja, ich wollte nur sicher gehen. Mag ich nämlich nicht, ne? Hafer, Soja, Hund, Katze, Maus, schmeckt alles scheiße. Entweder trinkst du die richtige Milch oder lässt es ganz bleiben. Ich mag aber auch diese richtige Milch nicht hier, die allgemeine da von der Kuh. Schmeckt auch scheiße. Für mich Kaffee immer schwarz. Mhm. Was wissen wir über den Toten? Die Kollegen von der Verkehrspolizei und der Spusi gehen nach der Aussage der Fahrerin von Mord aus. Mord. Ja, bitte. Für viele die Lösung, ne? Gewöhne ich mich nach 28 Jahren noch nicht dran. Wäre mir zu aufwendig. Aber bitte. Was könnte ich machen? Bringe ich ihn um? Wie die Leute aufeinander losgehen, das kotzt mich so dermaßen an. Da steht die Täterin. Ja, bisher nur die Verdächtige. Mhm, die Verdächtige. Am Anfang ist es die Verdächtige, zum Schluss ist es immer die Mörderin. Ich habe den Scheiß schon tausendmal rausgefunden. Sie hat eine Affäre mit dem Toten? Ja, aber ich wollte ihn nicht... Nee, wollten sie nicht. Haben sie dann aber doch. Da geht sie ihm wie vielen anderen. So, guck mal. Diesen Mann wollten sie heiraten. Der war aber schon verheiratet und wollte sich von seiner Frau nicht trennen. Ja? Ja, und jetzt haben wir aber unseren Freundinnen schon erzählt, dass wir bald geheiratet werden. Das macht alles noch viel scheißer, ne? Ja. Und dann fährt man einfach bei der nächsten Gelegenheit mit seinem dicken Wagen mal drüber. Viel zu heftige Reaktion, merken wir jetzt selber, ne? Was hätten wir denn sonst tun können, Frau? Annette Lehmbach. Ich glaube Ihnen kein Wort, Frau Lehmbach. Was hätten wir stattdessen tun können? Mich trennen? Ganz genau. Das machen wir beim nächsten Mal bitte auch, damit wir zwei uns in so einer blöden Situation nicht noch mal wiederfinden, wenn Sie aus der Haft entlassen sind, ja? Dann nehmen Sie die Frau mal fest und gut ist. Welcher Schmierschiss im Universum hängt mir das Flatterband dran immer? Fuckband, ey. Danke, sehe ich müde aus? Was weiß man über die Tote? Die Tote stammt aus der Glücksstraße. Ah, stopp. Aus der Glücksstraße, vor 4 Jahren zugezogen aus dem Raum Stuttgart. Raum Stuttgart. Vorstrafen. Die Tote? Mhm, fragt man so? Nee, also das habe ich noch nicht gefragt. Dann bitte einmal nachholen, ja? Ja, das mache ich dann. Müsste man jetzt nicht fragen, wie lange die Tat her ist? Wie lange ist die Tat her? Die Pathologin meint, die Wunde ist maximal 20 Minuten alt. Der Tatzeitpunkt liegt somit zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr. Und wir haben eine Verdächtige. Wo waren Sie gestern zwischen 23 Uhr? Auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause. Und wo waren Sie heute zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr? Hier. Ich glaube Ihnen kein Wort. Jäger, erzählen Sie mal. Also, ich hole mir mittags immer was zu essen. Ja. Und dann kam diese Frau und... Welche Frau? Die Tote. Aber eine Zombie-Frau. Die Verdächtige behauptet, die Dame wäre zu ihr gekommen und hätte sie nach einem Taschentuch gefragt. Sie, die Verdächtige, hätte sich gebückt, um eine Packung Taschentücher aus ihrer Handtasche zu holen. Als sie wieder oben war, hätte die Dame, also die Tote, tot dagelegen, von einem Regenschirm aufgespießt. Kannten sich Täter und Opfer? Das wissen wir leider noch nicht. Da treten wir noch auf der Stelle. Hallo. Sie stehen doch die ganze Zeit dabei hier, oder? Sie kriegen ja alles mit. Die zwei Ermittler ermitteln sich einen Wolf. Da schaltet man doch mal. Da glotzt man doch keine Löcher in die Luft. Da denkt man mal mit und vielleicht hilft man sogar und sagt, ja, ich kannte die. Ja, ich kannte die. Ah, sind wir gleich einen Schritt weiter. So, schildern Sie bitte mal den Tathergang. Also, die Tote hat sich in der Schlange vorgedrängelt. Und damit war sie mir schon sehr oft aufgefallen. Immer und immer wieder habe ich ihr gesagt, sie soll damit aufhören. Ja, und sie hat einfach so getan, als wäre ich gar nicht da. Ja, und da ist mir halt heute die Hutschnur geplatzt und ich habe in meinen Schirm reingerammt. Dann ist sie halt verstorben. Schauen Sie mal, ein Mord ist immer was Fieses. Für alle.
Ja, und wenn Sie dann so schön mittun, wie Sie das gerade gemacht haben, dann sind wir Ermittler sofort 2, 3 Schritte schneller, manchmal sogar schneller, als die Polizei erlaubt. Sie können jetzt fürs Erste nach Hause gehen, aber halten Sie sich bitte bereit für ein paar Nachfragen. Wir werden Sie noch ein paar Mal aufsuchen müssen, bis wir den Fall dann schlussendlich gelöst haben, ja? Ja, so 2, 3 Mal im Durchschnitt. Manchmal müssen wir sogar 7-mal zu den Leuten hingehen, ne? Ja. Tausche 10 Leichen gegen ein Absperrband. Ernsthaft? Jäger, was haben wir? 46-jähriger Mann mit Schusswunde in der Brust, Todeszeitpunkt laut Pathologin zwischen 22 und 23 Uhr. 22.35 Uhr. Ich hatte kurz vorhin auf die Uhr geguckt. Paul Sistich. Herr Sistich, freut mich. Rückert, Hauptkommissarin. Mich ebenfalls. Ich will Sie auch nicht länger stören. Fahren Sie ruhig fort mit Ihrer Arbeit. Vielen Dank. Jäger? Was? Ja, was haben wir noch zu dem Fall? Laut ersten Erkenntnissen kam das Opfer aus dieser Richtung durch diese dunkle Gasse. Oh, frage ich mich schon immer, wieso machen Leute das? Jemand ermorden, ne? Nee, durch dunkle Gassen gehen. Da weiß ja mittlerweile jeder, in einer dunklen Gasse wirst du eher erschossen als auf einer hellen Straße. Ist doch logisch. Das kann ich vielleicht besser beantworten. Moment mal, Sekunde. Gucken Sie keine Krimis? Ja, Mann, das müssen Sie machen. Da lernen wir so viel. Jetzt gerade letztens gesehen. Dunkle Gasse, Angriff von hinten, Durchschuss, zack, neuer Fall. Genau das, womit wir jetzt hier zu tun haben. Darf ich jetzt? Ja, Herr Sistich, entschuldigen Sie bitte. Geht jetzt weiter. Mein Kollege hier ist noch in Ausbildung. Und da sind die Augen manchmal tellergroß. So, kann losgehen. Wo waren Sie gestern gegen 23 Uhr? Gestern? Ja, immer die erste Frage. Einfach beantworten, dann geht's weiter. Zu Hause. So. Und dann sagen Sie doch mal, was haben Sie in der dunklen Gasse gemacht? Mein Büro ist gleich da vorne. Ich hatte noch ein paar Überstunden wegen einer Terminsache. Das müsste ich doch jetzt erstmal alles noch ermitteln, wenn der das jetzt macht. Oh, sorry. Siehst du, Entschuldigung, ich bin gleich bei Ihnen. Jäger, wir folgen beim Ermitteln einem Grundsatz. Was uns hilft, das hilft uns ganz genau. Und wenn der Sistich uns jetzt hier aus erster Hand Hinweise gibt, ist das dann gut oder gut? Gut, natürlich. Richtig. So, Entschuldigung, Herr Sistich, ich bin wieder bei Ihnen. Dann erzählen Sie doch mal den Verlauf. Also, ich habe so gegen 22.30 Uhr meinen Arbeitsplatz verlassen. Habe mich noch geärgert, dass der Aufzug so lange auf sich warten lässt. Und dann war ich gegen 22.35 Uhr am Tatort. Der Täter kam von hinten, ich hatte gar keine Chance. Ja. Sieht man ja immer wieder in den Krimis. Sich zu wehren, das bringt nicht wirklich was, ne? Ha? Haben wir wieder was gelernt, ne? Dann können Sie sich wieder hinlegen. Dankeschön. Ja. Jetzt, was ist? Jetzt hab ich die Scheiße im Ärmel hängen, die ganze Scheiße. Chefin. So, was haben wir jetzt? Ein Frauenkopf. Aha. Ja. Und, wo ist der Rest der Frau? Danach suchen wir leider noch. Okay. Oh, nee. Nee. Oh. Ich krieg dich so dran. Ich krieg dich so dran. Luigi, ich krieg dich so dran, Luigi. Den krieg ich so dran. Jetzt, Jäger, Augen auf. Was sehen wir? Für uns Ermittler gilt immer Augen auf. Auch nachts im Schlaf Augen auf. Was sehen wir dann? Ja. Genau. Die Frau hat komplett zerstörte, zerschnittene Haare. Jetzt die Chefin genau angeguckt. Was sehen wir dann? Richtig, das waren mal wunderschöne, lange Haare. Das können Sie gar nicht mehr sehen. Warum können Sie das nicht mehr sehen? Weil da draußen ein Täter rumläuft, der jeden Tag seinen scheiß Laden aufmacht, um anderen Frauen die Haare zu zerstören. Dem Luigi hat die Mutti irgendwann mal den Milchreis zu heiß gekocht. Und dann hat der Luigi gedacht, ich werde Friseur, ich zerstöre Frauen. So ungefähr muss es gewesen sein. Ich bin ja keine echte Fachpsychöse. So habe ich das gar nicht gesehen. Ja. Und dieser Luigi hat jetzt diese Frau einfach... Ja, das ist klar wie Kloßbrühe. Was sehen Sie noch?
guck mal, woran sehe ich das? An den verschnittenen Haaren. Ja, ja, auch. Aber was hat die für Zähne? Die hat Zähne wie ein Wildtier. Die hat zugebissen, wenn du der auf den Sack gegangen bist. Die hat nicht lang gefackelt. Mhm, warum ist jetzt aber der Kopf der Frau hier? So, und jetzt nachdenken. Jetzt ganz genau nachdenken. Ist kein Hexenwerk, was wir hier machen. Kombinieren, kombinieren. Verlösen. Komm, Jäger. Ich weiß es. Also, sie sagt zu ihm, ich zeig dich an. Vielleicht sagt sie noch, du Schwein. Oh. Ne? Daraufhin rastet er völlig aus, weil der hat ja ein Respektsproblem mit Frauen. Ja. Haben sie ja eben gesagt, ne? Ja. So, und dann kriegt der Panik, nicht, dass sie ihm den Laden zumacht. Ne? Vielleicht sagt sie noch irgendwas mit Kontakten und Handwerkskammer. Handwerkskammer, genau. Und dann nimmt er die Schere, mit der er gerade noch die Haare kaputt gesägt hat und sägt ihr den Kopf ab. So, und dann verwischt er alle Spuren und das Beweismittel ab in den Müllcontainer. Porco di miseria, Sie haben mich erwischt. Ach. Wie haben Sie das nur gemacht? Jetzt aufgepasst. So, weiter geht's mit den Handschellen. Aus dem Grund haben wir immer zwei Größen Handschellen im Gepäck. Mhm. Ein Blick auf die Handgelenke und dann, ach, guck mal, hier haben wir ganz kleine Handgelenke. So, drum gemacht, Fall gelöst.